Nun könnte man das eben, das ist der Vorschlag, ergänzen, indem man auch Qualitätsaspekte dort in diesen Wettbewerb einschließt. Und man fragt sich nicht, wenn man schon krankenhausspezifisch über die Base Rate redet, dann sollte das im Prinzip auch über die Qualität gehen. Also man möchte einen Anreiz setzen durch entsprechende Verträge, dass die Qualität in der Krankenhausversorgung sich verbessert. Die Frage ist das, geht an die Juristen, ich bin Ökonom, kann man das nach dem Gesetz? Zunächst muss man feststellen, eben, wir verhandeln, das Benchmarking, das ist im Gange, wir verhandeln krankenhausspezifisch, also insofern ist Wirtschaftlichkeit nicht absolut Gesetz, sondern darüber wird eben geredet, es wird verhandelt. Und der Artikel 46 lässt ja im Prinzip durchaus auch Qualitätsänderungen zu. Es steht dort, Tarif kann von Qualität bestimmter Leistungen abhängig gemacht werden. Und im Absatz 6 steht zudem, dass das nach WZW-Kriterien erfolgen soll. Also meine Lesart ist so, dass man im Prinzip eben auch Qualität verhandeln könnte.